So, dann beginnt es jetzt, sag mal, weiter mit der nächsten Strecke. Strecke Nummer 2 im Turnier von Los Angeles. Gegen die schurkische Diebesbande Organisation Shifter. Im letzten Part haben wir sowieso ja auch schon mal ziemlich gut mehr oder weniger das Tutorial abgeschlossen. Das erste Rennen nach einem Neustart dann auch gewonnen. Und 3 weitere Rennen stehen jetzt noch aus. Und jetzt willkommen bei Pier 200. Gesponsert von Yoka und natürlich der Spionagentur. Historische Strände und die Pazifikküste in all ihrer Pracht. Wo dich eine vielseitige... Was weiß ich auf uns wartet. Du wirst dem Namen Toretto niemals gerecht werden, Tom. Jetzt halt mal die Klappe. Wir haben dich in der ersten Staffel besiegt. Ha, eifersüchtig? Gott, das ist das Kurvenreich hier. Verdammt nochmal! Das ist ja schlimmer als jeder Blooper! Ha! Eifersüchtig? Okay, wir müssen jetzt auch wirklich unser bestes Spionfahrrad können aktivieren! Verdammt nochmal! Ah! Ha! Eifersüchtig? Oh mein... Oh, es gab eine Abkürzung! Oh, na toll, das musste ja passieren! Dass ich irgendwo... ...dagegen fahre. Ja, war gut. Verdammt nochmal. Ja, war gut. Mann, was für ein... Oh! Ey! Verdammter Mitch! Verdammt nochmal. Wow. Jetzt nicht wieder gegen die Brücke fahren. Okay, Pizza Flitzer. Nicht mit mir jetzt.
eifersüchtig? Komm schon, ich brauche einen Paintball! Okay, wir fahren gut. Wir fahren jetzt zum ersten Mal. Ah! Hey! Das ist unfair, ich seh... Oh nein! Ha! Eifersüchtig? Nein, nein, nein! Oh, wer wird mich jetzt überholen? Verdammt! Das war jetzt Echo, oder? Nein, wir müssen das Rennen wiederholen! Naja, noch sind wir punktemäßig sehr gut dabei. Ach, verdammt nochmal. Das war jetzt nun wirklich ziemlich heftig. Wären wir, sag, in der letzten Runde nicht gegen die Bande geknallt. Und hätten wir vielleicht die Abkürzung auch noch nehmen können. Dann wären wir auf 1 sicherlich gewesen. Gut, jetzt sind wir hier in der Geisterstadt. Es geht ja sogar auch in den Minenstollen rein. Eine alte Strecke mit langer Rennhistorie führt die Fahrer in eine verlassene Mine, in der spuken sollen. Wieso macht sie gruselig aus, Alter? Reiß dich zusammen, Cisco. Wir müssen das hier gewinnen. Eifersüchtig? Okay, vielleicht sollten wir zu Anfang nicht alle unser Pulver verschießen. Ha, eifersüchtig? Okay, ich brauche einen Paintball für hinten. Ich brauche einen Paintball für hinten. Oh nein, 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 nein. Was ist denn das hier für eine Farbexplosion? Okay, jetzt erstmal wieder Energie aufladen. Was? Hey, ich sehe hier nichts. Wer von denen hat denn jetzt hier ein Blooper gefrühstückt? Oh,
na toll! Platz 3, damit bin ich nicht mal ansatzweise zufrieden. Oh, na toll, Platz 4? Platz 6? Oh, das war jetzt ein mistiges Rennen. Wir müssen das Rennen wiederholen. Es wird so aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen spannend für das letzte Rennen. Verdammt, da haben wir es jetzt wirklich schon mal eine Abkürzung auf Anhieb hier nehmen können. Aber dann wurden wir auch so blöd gestoppt. Okay, jetzt sind wir im Hafen. Zwielichtiger Hafen. Drückt mir mal die Daumen, dass wir zwischen den ganzen Containern nicht irgendwie anecken werden. Das ist die US-Meisterschaft. Wir können uns nicht von Toretto schlagen lassen. Das denke ich nicht, Shashi. Wir schaffen das, Leute. Eifersüchtig? Thank you.
eifersüchtig? Verdammt nochmal! Okay, ich muss mich hier aber wirklich jetzt ein bisschen... anstrengen. Okay, wir müssen ein bisschen besser schalten, glaube ich. Ja, war gut. Wie kann uns eigentlich so ein Paintball-Angriff treffen? Alter Schwede, jetzt hoffen wir mal, dass Pizzaflitzer... So fährt man im Toretto-Style. Ist auf Platz 2. Alter Schwede, das war jetzt wirklich schon mal haarscharf gewesen. Hätten wir, sag nicht zu Anfang, auch mal wieder diese Abkürzung da entdeckt. Und hätten wir dann jetzt in dieser Runde nicht mal versucht, unsere Spionage-Gadgets, na ihr wisst schon, aufzusparen. Ja, dann wäre das Ganze sicherlich ein bisschen blöder ausgegangen. Aber hey, wir haben das erste Turnier gewonnen. Mit einem sehr leichten Vorsprung, muss man jetzt leider sagen. Mit einem sehr leichten Vorsprung von 30 zu 28 Punkten haben wir gewonnen. Hätten wir, sag, im dritten Rennen, also im vorherigen Rennen, nicht so ganz abgekackt, dann hätten wir auch noch einen größeren Vorsprung erreichen können. Aber gut. Wir haben es geschafft. Quasi das erste Kapitel abgeschlossen. Warte mal, es gibt ja noch einen nächsten Auftrag? Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. Aber eigentlich wäre doch das doch jetzt das letzte Rennen. Oder geht es, er sagt, jetzt sofort weiter zur nächsten Mission? Ja, ganz offensichtlich, nachdem wir jetzt erstmal Auftrag Nummer 1 abgeschlossen haben, in der Geisterstadt mehr schlecht als recht,
kannst als nächstes weitergehen nach Brasilien. Die Amazonas-Schnellstraße, die Dschungel-Rally, der Grand Prix von Rio und dann die Favela. Erwarten uns dann sogleich. Aber jetzt will ich erstmal kurz mal sehen, was können wir denn eigentlich mit den aktuellen Münzen, die wir haben, im Joker-Shop kaufen? Also gut, für den Preis von 3000 Joker-Münzen könnte man den Fahrer Shashi freischalten. Dann hätte man Tony streng geheime Skins. Capoeira Kid, die Musik dazu. Ja, das kam ja auch in der zweiten Staffel vor. Aufkleber 1. Und was haben wir hier? Eine Reifenwand. Wüsste es doch jetzt nicht, wofür das gut sein soll. Aber gut, dann im Joker-Shop können wir, wie es aussieht, noch nichts freischalten. Haben wir schon irgendwelche Abzeichen? Ja, so schnell wie der Wind. Da haben wir schon mal was. Und dann ist auch schon mal ein Abzeichen, gehen wir es an. Na gut, da waren wir jetzt erst schon mal außer Rand und Band für den zweiten Part. Gäbe es eigentlich hier bei den Optionen irgendeine Möglichkeit bei der Spielsteuerung was zu verbessern? Also lenken mit links und rechts ist ja klar. Driften. Beschleunigen SR. Driften mit... Achso, das wäre, er sagt, die Joy-Con-Steuerung, die ich mir gerade angucke. Also gut, nach Lenken, links, rechts mit L, beschleunigen ZR, bremsen rückwärts. Oh, ich habe überhaupt nicht gebremst bei dem ganzen Rennen. Fällt mir gerade ein. Driften mit L, Schub mit X, Kamera wechseln, Kamera drehen. Paintball-Waffe, Respawn, Spionagefertigkeit, Pause. Okay, ich denke, er sagt mal, beim Anfang war da auch was mit, dass das Spiel automatisch ja speichert. Ach ja, das, was ihr jetzt auch gerade hier hört, ist die instrumentalische Version des Openings von Fast and Furious Spy Racers. Aber Tipps zum Driften könnt ihr jetzt wirklich mal kurz gebrauchen. Wenn du das Driften beherrschst, wirst du wie ein echter Profi fahren können. Driften ist die Lösung, um die hinterhältigsten Kurven zu meistern. Wenn du eine Weile driftest, sammelst du zudem wertvolle Energie, mit der du deine Fähigkeiten einsetzen kannst. Das ist das Ganze? Das ist der einzige Tipp hier? Na gut, liebe Leute von heute. Audio ist eigentlich alles gut eingestellt. Aber gut, liebe Leute von heute, ich würde jetzt einfach mal sagen, das war dann jetzt erstmal vorerst die erste Aufnahme von Fast and Furious Spy Racers Rise of Shifter, wie es im Englischen heißt. Und ja, damit würde ich dir erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen der letzten drei Rennen des Los Angeles Cups. Und im nächsten Part machen wir uns da mal auf und dran in Brasilien ein bisschen für Wirbel zu sorgen. Ah, sieh mal an, jetzt kriegen wir auch nochmal eine klitzekleine Übersicht auf die Garage. Ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, wenn wir uns das mal kurz mal ansehen. Die zocken jetzt sicherlich entweder PlayStation oder Xbox. Vielleicht sogar auch Nintendo Switch, aber dabei kann man sich nicht so ganz sicher sein. Naja, wie dem auch sei, ich sag dann jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen von diesem letzten Teil des Los Angeles Cups und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir nach Brasilien abdüsen werden. Bis dann und ciao!